Es war wirklich Donald Trump, der mir den letzten Kick gegeben hat, raus auf die Straße zu gehen, um mich mit Menschen außerhalb meiner eigenen Blase, also außerhalb meines eigenen Dunstkreises zu unterhalten. Denn ich glaube, was jetzt gerade wirklich wichtig ist, dass wir über alle Grenzen hinweg wieder miteinander ins Gespräch kommen. Wir haben ein Rezept aus 3 Fragen entwickelt und die erlauben es eigentlich jedem auf der Straße mit wildfremden Menschen Gespräche zu beginnen und so einander näher zu kommen. Selbst dann, wenn wir völlig unterschiedliche Blickwinkel auf die Welt haben. Wann hast du das letzte Mal Glück erlebt und was war das? Das kann ganz kleines Glück oder auch ganz großes Glück gewesen sein. Das hatte ich gestern Abend erst. Seitdem man halt so ein kleines Kind irgendwie hat. Wenn alle gesund sind, wenn man in den Laden läuft. Da war ich kurz glücklich. Was müsste sich in Ihrem Leben ändern, damit Sie häufiger Glück erleben? Wenn es meiner Familie ein bisschen besser gehen würde. Das klingt jetzt fürchterlich profan, aber mir müsste das finanziell besser gehen. Und jetzt mal weg vom Persönlichen hin zum großen Ganzen. Was müsste sich in Deutschland ändern, damit mehr Menschen mehr Glück erleben? Und die Frage ist durchaus politisch gemeint. Ich glaube, dass wir in den letzten Jahrzehnten so erzogen worden sind, dass die Leute alle nur noch auf sich gucken. I think we need more empathy. I think we need to be able to stand in other people's shoes a little more. Und auch nicht immer der ganzen Angstmacherei so glauben und sowas. Ich glaube, das ist ziemlich wichtig. Geht raus und stellt diese 3 Fragen Menschen, mit denen ihr normalerweise nicht ins Gespräch kommt. Das kann euer Chef sein, das kann ein Nachbar sein, das kann der Mensch im Bus, im Zug, im Flugzeug neben euch sein. Das kann ein Mensch sein, der euch vielleicht auf Anhieb unsympathisch vorkommt. Oder jemand, in den ihr heimlich verliebt seid. Völlig egal. Hauptsache ist, dass wir wieder mehr miteinander ins Gespräch kommen.